Für meinen Bruder und mich ging's nach Sri Lanka. Das hat fast niemand von euch erahnt. Unser Flug ging erst um 22 Uhr, also hat uns mein Vater zum Flughafen gebracht am Abend. Es gab leider keinen Direktflug, deswegen müssen wir einen Zwischenstopp machen in Oman. Würde ich im Flughafen arbeiten und würde uns da so sehen, ich würde uns niemals alleine fliegen lassen. Haben uns verabschiedet von unserem Vater, haben Check-in gemacht, unsere Tickets geholt. Da ich keine Kopfhörer mehr hatte, musste ich mir welche kaufen. Der erste Flug geht nämlich einfach 6 Stunden. Ich empfehle euch auf jeden Fall meine Story auf Instagram. Da nehme ich euch auch ganz viel mit. Wir zwei kleinen Kinder saßen dann tatsächlich schon im Flieger. Und ich glaube, jeder hat uns gehasst. Wir haben so viel gelacht, Junge. Dann gab es Abendessen und ich wollte dann schlafen, deswegen musste ich mich abschminken. Und dann sind wir tatsächlich in Oman gelandet und ich fand diesen Flughafen unnormal schön. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen gesehen. Mein Bruder war hier noch topfit, er hat nämlich durchgemacht und in diesen 6 Stunden nicht geschlafen. Das war leider das Einzige, was wir von diesem Land sehen konnten und dann ging es für uns natürlich weiter. Nach Sri Lanka in die Hauptstadt Colombo. Dieser Flug ging dann 4 Stunden, davon hat mein Bruder dann auch zum Glück 3 Stunden geschlafen. Und hier sind wir schon, 7000 Kilometer von euch allen entfernt. Ist es nicht eigentlich mega peinlich, dass ich einfach Sri Lanka davor nicht kannte? Erst als ich vor einem Monat entschieden habe, dass wir dahin fliegen und es einfach zufällig auf der Karte gesehen habe. Wir sind durch alle Kontrollen, haben 50 Euro gewechselt und natürlich eine neue SIM-Karte geholt. Fortsetzung folgt.